Ja, hallo und seid gegrüßt, meine lieben Ausrüstungsverbesserer von Dragon's Dogma 2 auf der PS5. Und ich bin euer Affenkönig Dämlich, das ist mein alter Ego. Da hinten ist die Niki, die Sascha, irgendwo steht Pickets noch, die ist schon wieder müde. Wir haben im letzten Part hier, ja, die Ich hab's Höhle gesehen. am Ende der Welt Ich erreicht hab's gesehen, und du hast hier so einen Gang gesprochen. gefunden. Dort vorne ist Das ein hast du Emblem, nicht, das weil ich sieht bin kein aus guter Kind. wie aus den Trailern, die Sphinx, da waren Rätsel davor. Da bin ich nicht so richtig schlau draus geworden. Das Einzige, was für mich da Sinn ergeben würde bei dem Rätsel, wäre der Mensch. Aber das passt dann wieder nicht zu dem, wie es geschrieben ist, weil ein Mensch hat natürlich, wenn er ganz klein ist, wenn er auf allen vier krabbelt, vier Beine. Wenn er normal mitten im Leben steht, so wie wir hier jetzt, so zack, hat er zwei Beine. Und ja, wenn wir alt wären, haben wir vielleicht drei Beine, wenn wir einen Stock brauchen oder so. Aber was anderes fällt mir da nicht ein. Naja, mal schauen, was hier unten abgeht. So, grüßt euch, werte Damen. Es geht weiter hier. Auch ich freue mich. Danke für eure Likes. Part 32. Es geht weiter hier. Alles kaputt schlagen, was es gibt. So ein schöner Arzneitrank. Ich habe so ein bisschen Angst, was hier unten ist. Und ich bin ja, ich mache, mag Rätsel. Ich bin da eigentlich schon ein Rätselfreund. Es ist halt die Frage, ob wir das hier hinkriegen, ob das alles klappt. Ich bin mal freudig optimistisch. So. Wie sieht's denn aus hier? Ah, hier ist schon ganz Perhaps schön. this has no bearing on the matter, but what I Uiuiuiui. am, I appreciate you carrying our heavy Aber da items, unten but wird's do let wieder me know if hell. you need a hand. Und eigentlich wollten Certainly wir a Rog noch pain in the finden, world, weil wegen der Quest but des I am Rudels proud to Beute. be counted upon. Zack, kaputt. So, gibt's hier noch was Schönes? Ist hier noch was drinne? Irgendwo in der Hütte. Aber hier ist überall so blaues Licht. Gibt es hier vielleicht eine Wand, die wir zerstören können? Ja, das ist ja alles. Man weiß es nicht genau. Aber ich glaube, das sieht schon mal nicht danach aus. So, Lichtlein wieder aus. Oh. Der Bergschrein. Geil. Diese blauen Lampen hier und oh. Oh, mein Meister, hier fällt man sowas von tief. Boah, in Nebel gehüllt, ob wir hier irgendwie runterkommen? Da hinten war schon wieder der Greifkollege. Der lässt uns nicht in Ruhe. Da hinten, da ist er. Sound. Aber was für ein geiler Blick, da hinten ist Ruhestadt. Dass man das immer noch sieht. Mega. So, das langsamste Let's Play auf YouTube. Ihr habt eingeschaltet. Dankeschön dafür. Ich müsste es eigentlich Slowplay nennen, weil ich mir alles so genau angucke. Aber es ist ja auch gut, oder? Also ich mag das. So schön langsam und gediegen. Dort hinten kommen wir garantiert hoch. Ah, ich gehe mal da hinten zuerst hoch. Das sieht mir hier aus, wo wir gerade waren, wie der Hauptpfad. Vielleicht ist das aber auch der Rückweg, ich weiß es nicht. Auch ein Lager. Na, das ist doch schon mal was. Ah, hab hier. Ha, das ging schnell. So weit sind die andere hingeledert. Die hat volle Bude in irgendeiner Ecke geharrelt. Oh, das sind ganz viele Harpien. Wo sind wir denn hier gelandet? Jetzt gehe ich doch in die andere Richtung und erstmal den anderen Weg hoch. Ja. Oh, ich finde es so, dass unser Köcher so geil aussieht, wo unsere Pfeile drin sind. Das Horn. Das sieht echt stark aus. Ah, das variiert dann wahrscheinlich, oder? Von Bogen zu Bogen. Weil so wie der Bogen aussieht, so sieht auch der Köcher aus. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten Teil auch so war. Meine Freunde und Freundinnen des guten Spiels. So, mal gucken, ob hier was versteckt ist. Ich habe Hunger. Am besten eine Banane. So was gab es doch bei uns im Osten immer nicht. Wisst ihr doch, da ist doch nichts da. Kein Geld für nichts. Was? Ich sehe niemanden, aber ist das eine einnehmende Stimme, Leute? Noch ein lebensmüder Abenteurer.
Ich will eigentlich sie sehen dabei. Kann ich? Ich kann nur weiterdrücken. Ich kann es nicht abbrechen oder was? Ah, noch ein Lebenswiederabenteurer, der mir nach meinem Leben trachtet. Oh, jetzt sehen wir sie. Viele haben es versucht, alle sind sie gescheitert. An eurer Stelle würde ich mir solch törichte Idee aus dem Kopf schlagen. Boah, sieht die krass aus. Dieser riesen, überproportional große Kopf, Faunfedern mit kleinen verkümmerten Flügelchen, breite Arme, riesengroße, naja, schöne, wohlgeformte Augen. Okay. Oh, meine Güte, Leute. Denn was mit roher Gewalt erreicht wird, kann durch dieselbe wieder verloren gehen. Doch vielleicht habt ihr stattdessen Interesse an einem Wettstreit des Geistes. Ich stelle euch vor eine simple Aufgabe. Löst meine Rätsel zu meiner Zufriedenheit. Sollten mich eure Antworten zufriedenstellen, werde ich euch den Inhalt jener Truhen schenken. Habe ich eure Aufmerksamkeit geweckt? Ja. Loot ist immer gut, sag ich. Oh, diese roten Augen, das sieht ja krass aus. Und was ist denn mit ihren Wimpern? Sind die bemalt oder sind da nochmal irgendwelche? Ja, sind wie so Punkte drauf, oder? Und diese Kette aus ganz vielen kleinen Medaillen oder Medaillons. Das ist schon ein geiles Design. Da muss man erstmal drauf kommen. Und hinten, das sieht aus wie ihr Pferdepo, wa? Wenn dem so ist, nehmt euren Platz ein und lasst uns beginnen. Oh, ja, mache ich erstmal als vorrangigen Auftrag. Mal gucken, ob man da was. Ich gebe zu, ich hatte Angst, ihr hättet mich vergessen. Nein, natürlich nicht, Pickett. Ist doch klaro. Oh, schön, wie die Niki glitzert, weil sie einen Zauber gespeichert hat. Fürchtet euch nicht vor einem Sprung ins Unbekannte, fürchtet nur die Konsequenzen eures Zögerns. Wenn dem so ist, nehmt euren Platz ein und lasst uns beginnen. Ja, ich will ja zu dir kommen. Ich bin auf dem Weg. Boah, die geilen Truhen da hinten und noch eine riesen fette Truhe. Eure Entschlossenheit ist des Lobes wert. Der Narr sieht einen Weisen im Spiegel, der Weise einen Narren. Ich frage mich, wen ihr wohl seht. Oh, jetzt kommt ja schon so eine Musik. Gut, sie hat ja gesagt, dass ich jetzt nicht gegen sie kämpfen muss, weil ich glaube, dafür sind wir auf keinen Fall bereit. Und sie hat einen Schlüssel am Hals. Rätsel der Augen. Ja, da fangen wir mit der 1 an, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Unsere Augen sind Verbündete. Doch oft verraten sie uns. Denn Augen lügen. So warne ich euch und führe in die Irre. Doch was werden eure Augen geraten? Wagt euch durch jene Türen und holt, was von größtem Werte ist. Okay, ich soll holen, was vom größten Werte ist. Kann ich die einfach öffnen? Nee, das geht dann wahrscheinlich nicht. Sollte ich auch lieber nicht machen. Nicht, dass dann irgendwas hier fehlschlägt. So, die Vasallen warten brav hier hinten. Kommt, meine Vasallenfreunde. Wir gucken mal, was da drinnen abgeht. Ich hoffe, Rog hält noch so lange durch. Oh, ich kann es kaum erwarten. Oh! Ja! Jetzt hat es mich aber zurückgeledert. So, wo sind wir denn hier? Oh! Ein großer! Ein Dickerchen! Okay, die kriegt man natürlich schnell klein. Ah! Hi,
Nein! Leute, was ist denn jetzt hier passiert? Schleim! Oh, ich komme gar nicht mehr raus. Ih! Du ekliges... Eklige Ausgeburt. 495. Aber der war roter Schleim, oder? Öliger Schleim, ja. Guckt mal an. Ich bin ja froh, dass ich das überlebt habe. Da bin ich ja wirklich froh. Oh, geil, Leute. Noch eine große neue Höhle. Oh, geil. Wie schön sich die Zauber anhören. Oh nein, was ist hier oben? Das hört sich an wie Ogre. Oh ja. Hä? Wo sind wir denn jetzt hierher gekommen? Ah, hier bin ich reingefallen. Gut, dann looten wir erstmal die ganzen Kollegen hier. Schwer beladen. Ah, schlecht. Schlecht. Oh, da oben, da leuchtet es doch auch noch blau. War, hier war auch noch ein Goblin irgendwo, oder? Hä? Da hat nichts. Gut. Da oben ist eine Kiste! Ja, na geil. Warum sieht die so anders aus? Wir sehen wahrscheinlich alle Kisten anders aus. Die sehen aus so ein bisschen wie aus Finstagram. Eine Siegelfiole. Okay, wir sollen das finden, was am wertvollsten hier drin ist. Da gucken wir erstmal, was hier alles für Kisten sind und ob wir da nicht was Tolles noch finden können. Ah, da hinten ist auch noch eine Kiste, aber die sieht normal aus. Was ist da drin? Wow, 6060 ist jetzt auch nicht ohne, gell? So, hier sollte man auch nicht reinfallen, das wäre nicht gut. Dann können wir nämlich erstmal das Pferd von hinten aufzäumen. Da kam er her, wo wir von unten wieder hochgekommen sind. Hier! Okay, schön drumherum. Nicht, dass es hier eine Falle gibt. Aber ich höre es schon. Ich höre es schon. Da! Da! Da ist was. Ja! So, komm her, was auch immer du bist. Ist da drinne was? Ich nehme das Fass mit, Leute. Ach, ha, der ist gestorben. Geil. Na, hau ich das andere Ding gleich hier runter. Oh nein! Nein! So, fall rein, du eklige, widerliche Bestie. Pfeilhagel. Oh, wo kommen die alle her? Das sind ja extrem viele. Oh, so viele dicke, stinkende Ogre. Ich wollte nur eine Banane. Was habe ich bekommen? Dreckige Ochse. Immer mehr. Ihr kommt hier nicht rein. Geil, Leute. Das waren doch jetzt etliche. Okay, wir sammeln natürlich alles ein. Hier gibt es auch noch eine Kiste. Gefällt mir jetzt schon. Wenn die Rätsel immer mit solchen Dungeons verbunden sind, finde ich das schon mal richtig geil. Und Kohle kriegt man ja auch noch mal extra dazu. Was ja auch super ist. Ah! Rein da!
Hier ist irgendwo was Großes. Nur wo? Ich sehe es nicht. Hier unten ist er! Ah! Ogre! Ja! So, machen wir erstmal ein paar Eruptionsschüsse, damit wir den Kollegen anzünden können. Das ist jetzt wichtig. Brenn, du Schwein! So, schön. Gib mir dein Horn. Ja. Jetzt haben wir's. Yes. We have did it. Monsterfell und ein Ogersporn. Das ist schön. Ach, diese Musik, die variiert, Leute. Die variiert ganz klar, muss ich euch sagen. Ich habe mich im letzten Part bei den Drachen schon gefragt, was das für eine Musik ist. Aber wir sollten immer das Ziel im Auge behalten. Der Ogersporn und das Monsterfell ist ja auch einiges wert. Was wir jetzt hier praktisch in der Höhle gefunden haben. Ich denke immer noch an die Sphinx-Quest. Aber jetzt rein von den Kisten haben wir keine wertvollere gefunden als die mit der Siegelfiole. Komm, ich lese mir die mal durch. Was ist das denn, die Siegelfiole? Ah, die haue ich jetzt mal weg hier. Wegwerfen bitte, ja. Davon, wir haben ja immer was Vergammeltes im Inventar. Da können wir uns dann immer noch was Schönes basteln. Weg. So, ein bisschen was müssen wir aber kombinieren. Jetzt wäre mal wieder ein Lagerist von Wert hier, muss ich sagen. Ich passe da einfach mal ein bisschen Zeug hier. So, dass wir noch mal ein bisschen leichter werden können. Äpfelchen, ja. Hackfleisch, Roboran, her damit. Öliger Schleim, was kann ich damit machen? Ach, die Ölpfeile und Lampenöl. Einmal Lampenöl mache ich mir. Öliger Schleim, ne, den wollte ich jetzt nicht benutzen. So, wo ist diese Fiole? Siegefiole. Eine Fiole mit bemerkenswertem Innenleben verfügt über die unheimliche Fähigkeit, Personen zu verschlucken. Was? So, dass diese transportiert werden können. Wie bitte? Was soll das sein? Ich kann Personen verschlucken. Das heißt, ich könnte NPCs verschlucken oder was? Also das erschließt sich mir jetzt nicht ganz, aber... Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder wie oder was? Und wir haben auch noch den einen Schlüssel. Da müssen wir auch noch was finden. Den hat man, glaube ich, benutzt... Aber den Schatzkammerschlüssel. Naja, wir werden es sehen, Leute. Ob wir da noch was finden. Vielleicht schreibt ihr mir auch was in die Kommentare. Da habe ich noch 2 Suchermedaillons. Genau. Viele Ringe. Also viel Zeug, viel Loot. Gut, dann ist die Fiole schon mal viel wert, würde ich meinen. So, da ist auch noch mal eine Kiste und auch noch mal ein bisschen was anderes zum Looten. Die vulkanische Melodie. Gut, das hat man schon. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Gibt es hier oben noch was zu holen? Nee. Silber und Kupfererz. Aber hier ist nichts mehr drin. Na gut. Das ist das eklige Zeug, das wollen wir nicht mehr haben. Dann hoch, hinaus. Ah, und alles verrottet hier. Ich will gar nicht wissen, wie die Höhle riecht in ein paar Tagen. Richtig eklig.
So, gibt's hier noch was? Mal irgendwas kaputt machen? Nein. Das ist auch versiegelt. Oh, wie sie alle hier drinnen vergammeln und verrotten. Schön. So, hier geht's hoch. Da ist Schleim. Kann ich die Kleintonkrüge auch zerschießen? Ah, schade, dass das nicht geht. Oh, ich höre doch was. Hört sich an wie Banditen oder Skelette. Träubchen. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber wäre natürlich mitgenommen. Ja, hier geht es auch wieder runter. Kommen wir dann überall in denselben Tunnel, wenn wir uns hier runterfallen lassen? Eisiger Wohlklang. Rinde der Bergbuche, die ist gut. Oh, da hinten, das sieht auch noch wie eine gute Kiste aus. Ja, da müssen wir denn entscheiden, was hier das Wertvollste ist. Da sind auch Statuen der Sphinx. Oh. Nee, das... Gegner irgendwo? So. Was war da drin? Was? Ein fauliger Apfel. Aber sie hat ja gesagt, das ist was, das Rätsel der Augen. Die Augen führen einen in die Irre, die Augen täuschen einen auch oft. Das könnte jetzt natürlich der Hinweis sein, dass die offensichtlich beste Kiste nicht die beste Kiste ist. Weil ich gebe ihr doch keinen fauligen Apfel. Das ist doch Quark, oder? Ich guck noch mal, ob das vielleicht ein besonderer fauliger Apfel ist. Reifer Apfel. Faulige Quitte. Wer hat den jetzt eingesteckt? Niki. Ein Apfel, der seine beste Zeit hinter sich hat. Sein Verzehr stellt Gesundheit wieder her. Führt aber auch zur Vergiftung. Ja, toll. Nee. Also es ist ein ganz normaler, fauler Apfel. Ah, sind wir wohl ein fauler Apfel gewesen. Ja, ja. So, hier noch was? Eine zerstörbare Wand irgendwo? Nein. Oh, hier tropft es von der Decke. Ziemlich feucht, die Bude. Jungs, ihr müsst immer was machen. Da ist ein Rohr geplatzt. Aber die Statue will ich mir noch mal kurz angucken. Es ist schon ein seltsamer Körper, aber die Sphinx hat doch hinten, hat die nicht Pferdepo gehabt oder habe ich mich da verguckt? Weil das sieht ja wieder aus wie, ja, wie von einem Vogel einfach. Der Schwanz hinten mit dem Federsaum. Und warum ist die Sphinx alleine? Irgendwie tut sie mir jetzt schon ein bisschen leid. Hat die keine anderen Artgenossen? Erfahren wir das? So, hier runter. Ja, da unten liegt aber ein toter... Sollte ich hier runter? Komm, wir gehen mal hier runter. So. Nee. Das ist der Anfang wieder. Okay, nee, dann hätten wir die Höhle ja geklärt, soweit ich weiß. Oh, es ist schon dunkel geworden. Oh, ich kann die untersuchen. Oh, Sphinx, die Frage steht's dein. Was hat am Morgen vier Beine, zum Mittag dann zwei und in der Nacht deren drei? Und da tut sich eben das Komische auf, was ich euch am Anfang erzählt habe, weil ich würde ja sagen, das ist ein Mensch, aber es ist ja Morgen, Mittag und Nacht, außer die Tageszyklen würden für Lebenszeit stehen, also Morgen im Sinne von Kindesalter oder Baby. Mittag im Sinne von mittleres Alter und Nacht, ja, das Ende naht, wir sind schon uralt. Aber das ist nur eine Vermutung, ich glaube, das ist auch Quatsch. Aber was Besseres ist mir nicht eingefallen, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr da denkt. Das ist schon... Oh, und da kommt gleich die bedrohliche Musik wieder. So, ich hoffe... Das ist, dass alles klappt. Seid ihr gekommen, euren Scharfsinn zu testen? Na, Rätsel der Augen? Yet, how will your eye
Doch was werden eure Augen raten? Wagt euch durch jene Tür und holt, was vom größten Wert ist. Ja, zwei faulige Elben. Ja, komm, das ist doch offensichtlich. Hohohoho. Das ist also eure Wahl? Das Wertvollste, was eure Augen erblickten? Oh Mann, die ist schon ganz schön gruselig. Für wahr, dies ist, was ich suchte. Eure Augen erkennen die Wahrheit. Es gibt keinen größeren Wert als jener, der die Einfachheit zu finden ist. Wie versprochen, überreiche ich euch euren Preis. Nehmt ihn aus der Truhe dort und nehmt auch diese Fiole. Ihren Zweck werde ich nicht verraten. Wie ihr sie nutzt, liegt an euch. Oh, ne, die muss ich mir ja aufheben. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ein durchschlagender Erfolg. Jetzt gucken wir uns die Sphinx mal genau an. Jetzt gucken wir uns die doch mal ganz genau an. Die sieht mega geil aus, Leute. Ja, das ist wirklich ein geiles Design. Ist das ein Löwen? Das ist ein Löwenkörper. Hinten. Jetzt müsste man mal gucken, ob das bei der Chimäre genauso aussieht. Dann haben sie das nur recycelt. Aber es könnte größer sein. Sieht das genial aus. Ich liebe es. Leute, da muss ich mal schnell ein Screenshot machen, wo sie uns hier so schön angrinst, die Gute. So, aus. So. Neigung, Bildwinkel, oh, das seht ihr dann vielleicht als Thumbnail, meine Damen und Herren und Freunde, Freundinnen. So, ich will mich nicht so, ich bin ein bisschen weit, weiter weg wäre auch nicht schlecht. Ah, ich mache nochmal ein neues. Aber das sieht ja geil aus, Leute. So, gucken wir mal, was in der Kiste ist. Oh, Lazarusstein, ja, den nehmen wir natürlich mit. Ist die Frage, das zweite Rätsel, das können wir ja wenigstens noch anfangen und dann würde ich aber erstmal versuchen, Rudge zu finden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir alle schon machen können. Seid ihr gekommen, euren Scharfsinn zu testen? Rätsel des Wahnsinns. Die Liebe ist des Wahnsinns Zwilling, so sagt man. Beide sind fest verbunden, wie die Nacht mit dem Tag. Bringt her, wer euch am liebsten ist, auf dass ich das Ausmaß eures Wahnsinns ermessen möge. Ich soll herbringen, was mir am liebsten ist. Ah, wir haben noch mit keinem Charakter, das geht ja bei Dragon's Dogma, so richtig gute Freundschaft geschlossen. So dass der uns mag. Da müsste man jemanden entweder ganz reich beschenken. Ja, aber wie kriege ich den denn dahin? Das müsste ja dann ein Vasall sein. Obwohl Niki ist der Hauptvasall. Sie ist ja wichtiger. Entschuldigt, meine Freunde Sascha und Pickles ist extrem wichtig. Aber Niki ist ja für mich als Erweckter viel wichtiger. Der Hauptvasall sucht sich ja den Erweckten aus. Und andersrum. Das ist ja eine tiefe Verbundenheit. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Ja, meine Niki. Plaudern, wichtige Angelegenheiten. Ich probiere das jetzt einfach mal, Leute. Niki kommt ja nicht mit, aber wir können sie ja nehmen. So, bleibt sie jetzt hier stehen. Oh, sie geht automatisch da hoch. Na dann quatschen wir sie jetzt nochmal an. Die Liebe ist der Wahnsinn des Zwillings, so sagt man, beide sind fest verbunden. Ja, das hat man schon. Habt ihr mir gebracht, wer euch der Liebste ist? Die Liebste, meine Niki. Oh, oh, bitte friss sie nicht auf. Oh, ich habe Angst, dass sie ihren Kopf irgendwann ganz dreht. Ausgezeichnet. Ja!
oder? Not half bad. Gar nicht so übel. Doch nur einen bringt ihr mit. Ich hatte euch mehr zugetraut. Wie? Was soll das heißen? Versprochen ist versprochen. Ich werde eine Truhe für euch öffnen. Ja, danke, meine Niki! Kann ich Niki auch dahinter tragen, was sie die Kiste lootet, weil sie mir jetzt so doll geholfen hat? Loote die Kiste! Nee. Oh, die Sphinx, ey, krass. Richtig mystisch. Yes, ein Kristall! Das ist ja geil, Leute. Das passt mir jetzt perfekt in den Kram. Nehme ich das dritte Rätsel. Komm, ich nehme es mal noch an. Mal gucken, was es ist. Rätsel der Weisheit anhören. Das Elter kennt das Kind, doch umgekehrt ist es nicht der Fall. Dem Kinde unbekannt sein Elter. Ich bin ein verloren Kind, nach Verwandtschaft sich sehnend. So bringt zu mir mein Parent. Also bringt zu mir mein Elternteil, auf das ich es kennenlernen möge. Was, ihr Elternteil? Okay, das ist jetzt schon irgendwie komisch. Das Elternteil der Sphinx. Oh. Niki, bist du das Elternteil? I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. Warum geht Niki jetzt hier hoch? You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. No. Nee, das hat nichts mit ihr zu tun, oder? Aber sie geht schon wieder da hoch. Am liebsten, wenn ich jetzt speichern könnte und nochmal laden könnte, würde ich das jetzt wahrscheinlich mal machen. Aber nee, das ist Quatsch. Das kann nicht zweimal die Lösung sein. Aber ein Zielkristall, Leute, geil. Den baller ich mir hin, oder? Weil wir müssen ja eh öfters nochmal hierhin zurück. Wenn wir die Rätsel abgeben wollen. Dann mache ich das einfach. So, Gegenstände. Jetzt haben wir ja zwei Zielkristalle. Na wo denn? Wo bist du denn, mein geliebter Zielkristall? Utensilien? Wertvolles, da müsst du doch dabei sein. Nicht? Warum denn nicht? Da ist er. Bei Utensilien, na gut. So, da haben wir hier unseren Zielkristall. Da haben wir jetzt zwei, das ist geil. Das ist mega gut. I have been waiting for you, Arisen. So, sehr schön, Leute. Na dann, können wir jetzt hier hinten die Ecke erkunden. Huh, zwei Rätsel geschafft. Aber natürlich ist das schon recht schwierig. Wir müssen ja auch umskillen. Das will ich ja auch noch machen. So, wir rasten auch erstmal. Lara kann ich dann zwar nicht verwalten, aber... So, alltägliche bitte. Jawohl. Dann wären wir auch nochmal ein bisschen leichter. Können wir nochmal ein bisschen Loot umswitchen. Ach, ist das geil, Leute. Ich freue mich wie ihr kleines Kind. So, hier ist die Niki. Das ist klar. Wir kochen uns ein feines Bestienrippchen natürlich. Aber das reicht nicht für uns alle. Wir müssen wenigstens vier Stück in die Pfanne hauen. Aber na, da ist für meinen Geschmack fast ein bisschen zu viel Fett dran. Aber wer will denn wedlerisch sein? Ich bin für den Austausch von Geschichten, aber vielleicht an einem anderen Abend. Ich bin zu müde. Einverstanden. Wir sollten uns eine Chance geben, uns zu erholen und unsere Reise fortsetzen. Das machen wir, meine tapfere Truppe. So, dann wollte ich mal kurz mit Niki Ausrüstung tauschen und mal gucken, wie der rote Umhang an ihr aussieht, den ich habe. So, geben, Niki, ja. Wie sieht's aus? Der ist
Schlagwiderstand geht eins runter, aber dafür geht natürlich Feuerwiderstand hoch und Niederschlagen noch eins hoch. Das sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Wo ich mich irgendwie an den gewöhnt habe. Irgendwie dieses opulente, große, breite. Mit den haben nicht so viele umkommen. Ich lasse den mal. Ja, schön, schön, schön. Dann gucken wir mal hin. Hier hinten waren irgendwo viele Harpien. Oh, oh, oh. Mich schläferst du nicht ein. Mistvieh. Oh. Oh, oh, oh. Hui, ui, ui. Das war natürlich jetzt ganz klug. Das ist mal komplett runtergeharrelt. Oh, da hinten sehe ich doch schon Kollege Echse. Na, aber klar. Steinechse! Haha! Ja, aber das sind bis jetzt die stärksten Vertreter ihrer Art. Hey! Geil, schöner, kräftiger Wirbelsturm. Hat noch niemanden geschadet. Oh, das haptische Feedback hier, wenn man... Hä, wo kommst du denn her? Ach, die kam jetzt erst runter. Die war mitten im Wirbelsturm drinne. Im Hurricane. Im Auge des Sturms. Oh, geil, im Sprung. So, da kommen wir natürlich jetzt nicht mehr ran. Oh oh. Ich würde mich auch gerne an eine festhalten. Aber schlafen möchte ich natürlich auch nicht. Komm! Nein! Ich rutsche hier runter. Obwohl ja die Harpien auch so ein bisschen was von der Sphinx haben mit ihren offenen Dekolleté. Und wer ist jetzt hier runtergefallen? Sascha. Vorsicht, Sascha, ich komme. Ich bin für dich da, meine treue Vasallin. Ach, alles gut. Jeden geht's mal schlecht, was? Niki! Ja, hier rutschen sie alle schnell mal runter. Aber das ist clever, dass sie das Geräusch eingebaut haben, wenn der Vasall tot ist. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist für den einen oder anderen. Aber man kriegt es einfach besser mit als im ersten Teil. Da war das immer so ein bisschen schwierig. So, hier können wir noch was looten. Das ist aber auch eine... Das ist auf jeden Fall eine Gegend, wo Harpien sich ansiedeln würden. Felsige Abgründe, steile Felshänge. Da leben die Kollegen und Kolleginnen. Das ist doch klar. Hui! So, ich will hier nicht nochmal runterfallen mit euch. Deswegen schön langsam. So, da gibt es irgendwas zu looten. Vielleicht ist hier ein Harpien-Nest. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oh! Hinterrücks! Ha! Weg! Ne, hier oben geht's nicht hoch. Hast mal schön fetten Eiszauber gezogen hier. Dankeschön, Pickets. Super cool. Stark, stark. Freut mich. So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt auf der Karte?
Da ist der Bergschrein. Ja, hier haben wir ja eh noch ein bisschen was, was offen ist. Und wir müssen Roger immer noch finden. Okay, da hinten ist das alte Schlachtfeld, glaube ich. Kommen wir hier noch irgendwo hoch? Ja, hier ging es noch runter, hier hinten. Machen wir das doch erstmal. Oh. Oder vielleicht auch hier noch etwas hoch. Ein Suchermedaillon könnte hier natürlich auch versteckt sein. Was war das? Himbeeren? Ha! Da ist eine Kiste. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Ja, wie kommen wir da hoch? Hier drüben. Das wird nichts. Tja, schwierig. Hier können wir aber runterrutschen. Ohne zu sterben. Habienfittich. Ah. Noch einer. Na hier. Ja. So. Lass Geld drin sein. Das kann ich gebrauchen. Oh, Tigerauge. Also ich werde jetzt meine Edelsteine, wenn das nächste Mal dann in Ruhestadt sind, werde ich auf jeden Fall Edelsteine verkaufen. So, wo geht's hier lang? Neblige Sümpfe. Ach, Leute. Stimmt. Da wollte ich das letzte Mal nicht so richtig reingehen, aber jetzt sind wir mittendrin. Ich höre etwas. Oh, geil, Untote. Ja! Ja! Da brauchen wir ein bisschen mehr Zunder. Die mögen halt absolut kein Feuer. Blitze funktionieren anscheinend auch ganz gut. Ich glaube, die beste Wahl ist Feuer. Aber da kriegt man ein paar neue Ingredienzien. Ja! Geil, Pickles hält den einfach fest. Und wir können schneller den Chaos machen. Spiralfall sollte hier auch gut helfen, um dauerhaften Schaden auszuwirken. Stark. Geht. Das läuft. Das läuft richtig gut. Aber schön, noch irgendwo so ein Dickerchen. Ih! Ah! Sprungwurm! Im Brunnen waren die drinnen. Oder der eine. Und es schmauschelt hier so rum. Ah, als ob die Hautfetzen am Boden kleben bleiben, wenn der irgendwo langläuft. Der ist bestimmt hier drinnen. Ih! Was machst du hier? Blutkotzen! Tja, mit dem Gesicht schön hinter Wand hängen geblieben. Ist auch eine bessere Truhe. Fluch der Gebeine. Oh, was ist das denn für eine Waffe? Ich freue mich schon auf die Umskillung. Ein Streitkolben mit der Inschrift eines Gebets für die Toten, auf das sie Ruhe finden mögen. Besonders effektiv gegen skelettartige Feinde. Huiuiuiui, auch nicht so schlecht. Da müssen wir uns dann erstmal überlegen, was wir überhaupt noch alles machen wollen. Also auf was ich umskille, was ich dann überhaupt nehmen kann. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen den Dieb weiterspielen und dann nochmal der Diebesgilde, wie ich sie nenne, Besuch abstatten, also das Dorf ohne Namen. Weil da natürlich noch diese eine Truhe wartet bei der Prüfung. Geil, da können wir gleich, wenn da sogar mehrere Feinde nebeneinander stehen, greift der Pfeil sogar mehrere Feinde an.
Und es gab ja in Ruhestadt auch noch geile Rüstung, die es zu finden gilt. Oder zu kaufen gilt, sag ich mal. Da braucht man auch noch ein bisschen was. Wer ist das? Das ist nur ein Vasall. Okay. Welche Richtung? Erstmal hoch. Die nebligen Sümpfe. Greifennest des Waldes. Oh. Okay, ich gehe erstmal nach oben. Erstmal nochmal schnell hier. Ein Jägerstand hochgeklettert. Mal gucken, was der hier oben versteckt hat, der Gute. Noch. Geil, Roboran und 4300, das lobe ich mir. Und dann gehen wir auch in die Richtung weiter. Hier sind noch ein paar Pfade. Ist dann auch schwierig, was zu entdecken, finde ich, mit dem Nebel. Da muss man erstmal. Da unten ist eine Kiste. Geronimo! Geil. Oh, ein riesiger See. Reisestein. Sehr gut. Lohnt sich. Oh, 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 oh. Wo sind wir denn jetzt? Ah. Das ist praktisch der Berghang, wo es dann auch hochgeht. Zur Sphinx, oder? Ich denke ja. Es ist einfach nur ein anderer Weg. Ach, ich finde es geil, dass es auch so viele verschachtelte kleine Wege gibt. Ah, hier kann er sich nicht festhalten an dem Vorsprung. Schade. Gut, aber hier müssen wir ja nicht nochmal hoch. Ich dachte nur, vielleicht ist hier ja noch irgendwie ein Medaillon oder irgendwas. Oh. Nee, aber da geht's nicht weiter. Oh, da hinten ist was. Da habe ich was gesehen. Und diese ganzen alten Säulen. Wie mag das hier noch früher ausgesehen haben? Vielleicht war das ein riesiger, großer Tempel und von den Sphinx gab es viel mehr. Und hier sind... Was ist das? Das ist ein Gesicht. Ja, sieht aus wie... Chimäre? Löwengesicht? Möglich. Was ist... Da! Yes! Sehr schön. Okay. Ein weiteres Medaillon. Ist sehr ruhig hier. Wo sind denn meine Kollegen? Vermisse ich dann immer so ein bisschen, wenn hier gar keiner spricht. Was generell ruhig hier in der Nebelsuppe. Muss ich wieder aufpassen wegen den Laken. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Dann umranden wir mal diesen See. Wohohoho. Ah, okay, nee, da komme ich nicht weiter. Also muss ich wieder nach oben. Was jetzt natürlich gar nicht so einfach wird, da wieder zurückzukommen. Ja, das wird schwierig, Leute. Wird sehr schwierig. Tja, was machen wir? Da hinten wollte ich ja eigentlich hin. Aber wir könnten jetzt nur die Treppen versuchen zu nehmen. Oder? Oh nee, hier könnte ich... Ah, ah, mit viel Glück und kein Verstand, den ich ja nicht besitze. Was? Irgendwas reflektiert das Licht. Ach hier, auch noch ein Sucher mit der Jungen. Geil. Zwei Stück wieder abgehakt. Mega nice. So, da sind wir hergekommen. Jetzt können wir den Weg hier runter gehen. Oh mein Gott, was ist das da hinten? Das sieht
schwierig aus. Ist das so ein Untoter? So ein, ach, wie hieß der denn? So ein Papsttyp, so ein dunkler Papst, also einer, der damals ganz viele Kinder getötet und misshandelt hat hier von der Kirche, und der ist dann zum Skelett geworden und wieder auferstanden, weil er natürlich keine Ruhe finden kann. So ein meine ich. So, wo haben wir jetzt hier die... So, ich muss hier mal speichern, da führt kein Weg dran vorbei, meine Freunde. Das sieht geil aus, ich freue mich, ich will den töten. Geil! Ruhestätte des Tu-Nichts-Gut. Oh! Was ist das für einer? Geil! Vielleicht verursacht der hier den Nebel. Kommt, meine Freunde! Ja, Todesfall bringt ihn zu Fall. Geil! Oh! Jetzt hat es mich aber weggeledert. Kommt her, meine Freunde! Wo ist er? Noch einen fetten Todesfall. Vielleicht liegt er dann wieder auf dem Boden. Oh, hört er sich geil an, wie er noch irgendwas predigt. Seine Zauber. Boah! Leute, das hat reingehauen. Ihr habt es ja gesehen. Tutorial Logbuch Griechen. Weißt du gewissen mächtigen Angriffen nicht aus, könnte ich das vorübergehend verwundbar machen, deine Kraft aufzehren und dich zum Griechen zwingen. Eine gefährliche Lehre, da die Verlustleiste schneller steigt. Ach, okay. Wenn du weiteren Schaden erleidest, daher ist es ratsam, dir entweder der fünf Verbündeten auf die Beine helfen zu lassen oder Sprinten einzusetzen, um dich aus der Gefahr zu bringen. Ah. Ach, meine Niki ist zur Stelle. Ich hab's doch gesagt. Komm her, du Ratte! Jetzt ist vorbei. Wir kriegen dich, mein Dickerchen. Oh, sieht ja geil aus. Oh nein, raus aus dem Kreis. Okay, Leute, das war mein Fehler. Da habe ich falsch drauf geachtet. Ja! Jetzt explodiert er! ...4409 EP, Stufe 29. We have did it! Oh, Urflammenstab! Schwarzer Kristall! Ja! Die Welt ist wieder befreit! Von dem... Nee, der Nebel ist nicht weg. Von dem Unhold, der hier sein Unwesen trieb. Vielleicht war das... Hier ist ja ein Galgen. Vielleicht wurde der auch gehangen, weil der so viele Unschuldige auf dem Gewissen hatte und ist aber dann halt als wiederkehrender Halunke in die Welt zurückgekehrt, um den Leuten noch weiter seine schändlichen Taten aufzudrängen. Die alte Sau! Jetzt ist er tot! Die alte Sau! 3 Splitter haben sich zu einem Lazarusstein zusammengefügt. Geil, da sind wir ja auch gerade gut aufgestellt mit Lazarusstein. Ja, das ist wie eine Insel hier. Oh, geil, da weiß ich ja gar nicht, wie ich den Part hier nennen soll, Leute. Die Sphinx, 2 Rätsel gelöst, was mich mega freut. Hier diesen geilen
Gegner einfach nur besiegt. Aber können wir hier... Können wir unten reinlaufen? Ja. Ah! Aber nicht komplett. Aber ich höre hier irgendwas im Wasser rauschen. Oder sind das nur meine Vasallen, die hier drinnen ein bisschen rumlaufen? Da ist noch was. Wir nehmen alles mit. Weil es nicht nito nagelfest ist hier, das ist klar. Kann ja sein, hier gibt es noch ein Medaillon auf der Insel. Oh, gibt viel zu tun, wenn wir wieder in Ruhestadt sind. Richtig viel. Ruhestätte ist Tu-Nichts-Gut. Vor allem der Name, der passt so gar nicht zu Ihnen, oder? Der Tu-Nicht-Gut. Ich fand den viel schlimmer als den Tu-Nicht-Gut. Und das war wahrscheinlich ein Mörder. Aber ein Massenmörder. Oh, hier war was. Ja, da ist es. Gut, dann wird es das hier gewesen sein. Kiste ist hier nicht mehr, so noch. Es ist eine tragische Sache, einen Gefährten zu verlieren. Ja, wo sind denn, wo ist denn Pickles? Ist Pickles gestorben? Ernsthaft? Och nö. Meine Pickles. Ja, die ist weg. Und jetzt ist sie weg. Weg. Gut, wo war meine Brücke, dass ich wieder zurückkomme? Muss doch hier noch irgendwo sein. Da. Aber geil, hier so eine Insel einfach mittendrin. Neblige Sümpfe, Ruhestätte, ist tun nichts gut. Die ist jetzt auf jeden Fall hier markiert. Ja, da müssen wir zurückreisen, Leute. Es bringt nichts. Nehme ich mir einen Reisestein. Das Blöde ist nach Ruhestätte. Doch, da kommen wir mit einem Ochsenkorn auch hin. Weil ich muss eh mich mal schön entladen. Ich muss auch mal vorne meine Kanone in der Hose entladen, damit ich hier nicht immer mit so viel Druck rumlaufe. Und natürlich aber auch mal schön duschen gehen. Schön im Badezuber mal alle Stellen von Niki sauber putzen lassen. Und ich bei ihr natürlich auch. Nicht bei dir, Sascha. Bei Niki. Ich wünsche euch was, meine lieben Freunde. Das war's erstmal mit Dragon's Dogma Part 32 auf der PS5. Es hat mich mega gefreut. Ich feiere es immer noch nach all der Zeit. Erzählt jemanden von dem längsten Let's Play von Dragon's Dogma 2. Lasst mir ein Like da. Und kommentiert fleißig. Ich stelle euch Fragen. Ihr müsst antworten, meine Freunde. Ciao, euer Affenkönig.